Wir machen wieder auf ein bisschen 151. Ich hoffe, ihr habt Bock. Ich habe noch ein bisschen was da. Oh, shit. Ich habe... Okay, pass auf. Mir ist gerade eingefallen, ich habe ja was rumgeschickt bekommen. Ich habe das hier zweimal noch. Aber vorgestern habe ich noch ein neues Paket bekommen von den Card Buddies. Erstmal Spoiler für übernächste Woche. Kilian, Tom und ich. Pokémon OP5. Wird sehr geil. Aber das andere, was ich rumbekommen habe, ist, passt kaum ins Bild, die 151 Ultra Premium Collection. Und da ist eine Metallkarte drin. Wollen wir da rein? Ich meine, wenn noch Zeit ist, können wir auch noch da reingehen. Aber ansonsten können wir mal in die Ultra Premium Collection reingucken. Da haben wir ja beim Pokeriff rüber geschnackt. Und Sascha meinte, ja, ich habe noch eine da, schicke ich die rum. Okay, ihr wollt es auch sehen. Okay, dann gehen wir hier rein. Dann da natürlich auch nochmal. Shoutout natürlich an den Card Buddies, mit denen wir zusammen bald Vintage Box Breaks machen. First Edition Base Set Deutsch geht auf mit Dan und mir am 5. November. Speichert euch den Termin ab um 14 Uhr. Da haben wir ja schon das Booster Bundle aufgemacht. Schaut unbedingt vorbei. Ausrufezeichen Card Buddies oder in der Videobeschreibung verlinkt. Pokémon, Dragon Ball, Yu-Gi-Oh!, Magic, alles andere gibt es bei den Card Buddies, mit dem Dalu und ich jetzt gepartnert sind. Und ihr könnt 5% sparen mit dem Code Trillux. Und dank denen machen wir jetzt hier eine Ultra Premium Collection auf, die, glaube ich, auch noch verfügbar ist bei den Card Buddies. Die Booster Bundle waren, glaube ich, weg. Wollen wir nochmal gucken, ob es da Neues gab. Die kommen übrigens auch bald wieder in Deutsch, die Produkte, aber hier habt ihr es nochmal. Ultra Premium Collection, die Elite Trainer Boxen gibt es und die Blister gibt es auch noch verschiedene. Booster Bundle leider nach wie vor ausverkauft. Ende des Monats sollen die Produkte auch wieder auf Deutsch kommen. Und wir schauen mal rein, was hier in unserer Ultra Premium Collection drin ist. Toxic, die gleiche mit Numpad nicht. Ich habe die hier gespielt. Das ist eine 96% Tastatur. Da hast du kein Screen. Aber noch mal ein bisschen Platz eingespart. Das ist die Strix Scope 96. So. Wie sieht denn so eine Ultra Premium Collection mittlerweile aus? Oh, die letzten. Wie sehen die denn jetzt aus? Und mir kommt direkt die Metallkarte entgegengefallen. Okay, boah, ist die schwer. Holy. Schaut sie euch an. Das goldene Mew EX. Die kann man jetzt auch wieder grayen lassen. Die ist aus Metall, die Karte. Oha. Weiß nicht, ob es so richtig ist, aber ihr seht, am Rand hat die so einen silbernen Rand, wo die blaue Farbe nicht drauf ist. Links ist das nicht der Fall. Oben auch. Seht ihr das? Die hat einen silbernen Rand. Hier auch links nicht. Ich weiß nicht, ob das schlecht ist. Fürs Grading. Da bin ich mir gerade nicht sicher, weil ich habe echt überlegt, ob ich die einschicke und graden lasse. Ja, kann ja nicht richtig sein, ne? So richtig geil ist es nicht, dass die da einen silbernen Rand hat. Also ist quasi das metallene Whitening. Ich pack's mal vorsichtig zur Seite. Oder ich pack's direkt ins Sleeve. Weil eigentlich war mein Plan, die graden zu lassen. Aber wie die sowas bewerten, weiß ich gerade gar nicht, ehrlich gesagt. Aber die macht schon was her. Okay. Goldene Mew EX Metallkarte. Und dann haben wir noch zwei Promokarten hier drin. Und zwar, die ist auch geil. Ein Mew EX. Was hier über so ein Dorf rumfliegt. Schick. Und ein Mewtwo. Im Dunkeln schwebend über New York könnte es sein, über einer Großstadt. Auch ein cooles Artwork. So, ansonsten haben wir hier drin. Ich glaube, es waren 16 Booster. Pokémon 151. Vielleicht waren es auch 17. Dann haben wir ein Deck. Da dürfen wieder einige Energiekarten drin sein. Wir haben ein paar Würfel, wir haben ein paar Coins und eine Playmat hier unten, wo du drauf spielen kannst.
So, aber uns interessiert, ob wir hier unsere Sammlung weiter vervollständigen können. Wir haben sehr kranken Shit gezogen aus den Booster Bundles bei Pokémon 151. Schauen wir mal, ob hier noch was Schönes drin ist. Kannst du was zum Set erzählen? Pokémon 151, sehr geiles Set. Eines der geilsten Sets, die wir in der letzten Zeit bekommen haben. Set heißt 151, weil wir hier die ersten 151 Pokémon, die je rauskamen, also Generation 1, mit neuen Designs bekommen. Also nicht die alten Designs neu aufgelegt, sondern größtenteils neue Designs. Und besonders die Illustration Rare Karten sehen sehr geil aus. Wenn du dich fragst, wie die aussehen, warte kurz, ich zieh dir eine. Ich habe übrigens keinen Kartentrick gemacht, weil am Ende ist immer eine Energiekarte drin, die auch Holo sein kann. Und da jagen wir gerade möglichst viele Swirls. Mankey und Pinsel Reverse. Raichu Holo. Keine Holo-Energie leider. So, falls ihr euch was fragen solltet, die normalen Holos, die packe ich beiseite. Die werde ich jetzt aber nicht sleeven. Weil die sind ja leider nichts mehr wert. An der Stelle nochmal, weil wir ja letztens beim Pokeriff drin waren. Ey, ich finde es echt krass, wie viele Leute sogar unter dem YouTube-Video noch geschrieben haben, sie hätten sich auch gern First Edition Base Set Pack gekauft bei Dalu und mir. Einer hat sogar gefragt, ob er die 399 Euro zahlen kann, um nur dabei zu sein und sich das anzusehen. Also da haben wir beide nicht mit gerechnet, dass da so ein krankes Interesse von euch da ist. Das ist echt krass. Also da freue ich mich wirklich auf die Zukunft und zu gucken, was wir da noch für Boxen aufmachen mit euch. Also da auch nochmal vielen, vielen Dank. Das war echt insane. Und da haben wir eine Holo. 1, 2, 3, 4. 4 Swirls. 1, 2, 3, 4. Das ist okay. Die waren nach 6 Stunden weg. Wann kommt Legendary Collection Break? Die waren sogar nach einer Stunde weg, Nexa. Also bevor wir in den Pokeref reingingen, waren die Packs schon alle weg. Also eine Stunde nach dem Announcement waren alle Packs weg. Und Legendary Collection könnte ja theoretisch direkt der zweite Break werden, weil wir werden danach ja auslosen. Ihr wolltet ja lieber, dass wir das nächste Set, was dann aufgemacht wird, auslosen. Und mit ein bisschen Glück ist das Legendary Collection. Legendary ist halt 40k oder sowas, 1k pro Pack. Ja, Legendary Collection ist wirklich extrem teuer. Da werden wir natürlich auch wieder einen guten Preis wählen, aber ne, ich meine, es sind nach wie vor meine Boxen. Ich will sie natürlich auch nicht verschenken. Bei der First Edition Box habe ich jetzt auch. Ich glaube, die Box habe ich jetzt auch für 1,5 oder 2.000 Euro weniger verkauft, als er eigentlich wert wäre. Oh mein Gott, und wir kriegen wieder das geile Glumanda. Oder was ich hätte bekommen können. Ne, weil ein Pack mache ich selbst auf, eins schenke ich Dalu und dann waren die Packs nochmal irgendwie, ich glaube, 30 oder 40 Euro günstiger als normalerweise. Aber ich wollte halt ein geiles Format haben. Also klar, ich habe die für deutlich weniger gekauft damals, die Boxen. Ne, aber es ist ja, nichtsdestotrotz ist es so, dass ich die sofort für 15k hätte verkaufen können. Aber ich mache da lieber ein geiles Format mit Dalu nochmal raus. Verkaufe es dann halt vielleicht für ein bisschen weniger. Aber das ist halt das, wo wir seit 2 oder 3 Jahren dran rumgeplant haben, ob es irgendwann mal möglich ist, selbst ein Pokéref-Format zu machen. Da freue ich mich riesig drauf. Das wird richtig geil. Wie teuer ist ein Pokémon 151-Set? Wenn du eine Elite-Trainer-Box kaufen willst, das ist diese hier. Die kostet bei den Card Buddies 59,95. Kannst 5% sparen. Mit Code Treluxe, Ausrufezeichen Card Buddies, kannst dich ja mal rumklicken. Was ich gerade aufmache, ist eine Ultra Premium Collection. Wo du natürlich nochmal mehr zahlst wegen, ne, den Special Karten, den Promo Karten. Die liegt, glaube ich, bei 159. Da kannst du aber natürlich auch 5% sparen. Oder du kannst natürlich auch einen Blister kaufen, wo da nur 4 oder 5 Packs drin sind. Das ist dann natürlich nochmal günstiger. Aber eine ETB
60 Euro, 5% weniger, kriegst du dann für, was sind es dann, 56, 90 oder sowas? Ist schon ein fairer Preis. Macht ihr das einfach im normalen Stream-Setup oder bei den Card Buddies? Nee, wir sind physisch immer vor Ort bei den Card Buddies. In Hanau ist das. Das heißt, ich fahre 5 Stunden nach Hanau. Dalu fährt auch ein paar Stunden nach Hanau. Wir machen das Unboxing und ich fahre dann wieder zurück. Also ist natürlich auch ordentlich Zeit, die da reingeht, allein durchs Rumgegurke, aber wir machen das live vor Ort. Guck mal, geiles Shancy. Wir machen das live vor Ort. Die Leute, die ein Pack gekauft haben, können auch live dabei sein und ihre Karten dann direkt mitnehmen. Aber natürlich geschlossene Gesellschaft, da kann nicht jeder rein, sondern nur die Leute, die halt auch ein Pack haben, weil so viel Platz ist da nicht. Und das macht es halt irgendwie auch nochmal besonderer. Wir machen das vor den Leuten, die ihre Packs da haben, wenn sie rumkommen wollen. Wir sind da beide physisch vor Ort, machen das auf. Sascha ist auch dabei, kann ein bisschen Hintergrundinfos geben. Und ich denke, das macht es halt auch nochmal besonders, weil wir uns auch die Zeit nehmen, um das, damit wir es beide zusammen machen können, in einem geilen Setup. Also das wird schon geil. Ich fahre auch 4 Stunden bis nach Hanau. Also weil du ein Pack hast, Trafalgar, aber oder nur um, also weil ich gesagt habe, ich fahre 5 Stunden. Oder hast du ein Pack gekauft und kommst dann tatsächlich auch. Ja, und für die Leute, die kommen, ist es halt cool, weil, ne, wir sagen dann, so, pass auf, nächste Pack, wir losen aus. Oh, es ist Tom. Bist du da, Tom? Ah, da sitzt Tom. Na dann, ganz viel Glück, Tom. Wir machen jetzt dein Pack auf. Und dann fieberst du nochmal mehr mit, ne? Weil dann kannst du so schön mit dem Spielen sagen, Tom, bist du bereit für deinen Hit? Bist du bereit, Tom? Oh, es ist leider nur ein Mautz Reverse. Oder halt dann der fette Hit. Da gibt es noch Special Autogrammkarten von uns. Da können wir uns Fotos machen, mit uns labern. Das ist halt dann so ein Get-Together auch irgendwo. Daisy's Help. Die habe ich noch nicht gezogen. Trafalgar hat auch eins. Ja, geil. Dann sehen wir uns ja in 3 Wochen. Habt ihr auch selber Packs oder immer nur für die kommen? Ich habe auch immer selbst ein Pack und weil Dalu das mit mir macht, schenke ich ihm auch immer ein Pack, weil es ja auch nicht selbstverständlich ist, dass Dalu sich da immer einen Sonntag Zeit nimmt, um einen ganzen Tag dafür herzugeben, dahin zu fahren. Also ich schenke Dalu mit dem Opening, was wir machen, schenke ich Dalu auch immer ein Pack. Auch bei Legendary Collection schenke ich ihm ein Pack. Also 2 Packs sind eigentlich immer weg. Also ich schenke Dalu immer ein Pack. Und dann muss ich gucken. Es gibt so ein paar Sets, wo ich selbst vielleicht nicht so heiß drauf bin, selber ein Pack zu haben. Da überlege ich mir das noch. Aber Dalu schenke ich immer ein Pack. Was wie Jungle oder Fossil zum Beispiel. Muss ich mal gucken. Ob wir es immer so machen, dass wir im Grunde sind dann halt immer schon 2 Packs geblockt. Jetzt bei First Edition Base war es so, dass halt noch mehr Leute, ich glaube, wir hätten sogar 2 Boxen wegbekommen. So viel Interesse war da von eurer Seite aus. Ja, muss ich schauen. Vielleicht gibt es so ein paar Sets, wo ich sage, sind jetzt vielleicht... Das Ding ist halt, ich habe halt schon auch aus den Sets, die ich geil finde, so Legendary Collection, ich habe die Karten schon teils gegradet. Also ich habe die Karten, ich habe einen Teil der Top-Karten schon, die ich da ziehen könnte. Und dann muss ich mir halt überlegen, ob ich dann nochmal ein Pack haben will, um die Karte, die ich schon habe, nochmal zu bekommen. Da bin ich mir gerade auch nicht ganz sicher. Aber Dalu kriegt auf jeden Fall immer ein Pack. Und ich denke, bei den meisten anderen Openings werde ich mir auch immer ein Pack rausziehen. Und das wird dann halt komplett ausgelost. Oma Star. Bin mal gespannt, was noch für Sets kommen, für die Breaks vor Ort. Jedes Wizards of the Coast Set... Jedes Boxer Safe. Ich habe jedes Set in First Edition Englisch, bis auf Base Set. Deswegen haben wir First Edition Base Set jetzt auf Deutsch gestartet. Jede andere Box, Jungle Fossil, Rocket, Neo Discovery, Neo Destiny, Neo Revelation, habe ich alle in First Edition. Base Set 2 habe ich auch. Ich habe Skywitch, Aquapolis und Expedition. Also jede Box habe ich in Englisch. Also wir können jede Box nach Base Set aufmachen und wenn es eine First Edition gab, habe ich die. First Come, First Serve oder werden die Slots randomized? Das machen wir anders als beim Pokeref. Beim Pokeref ist es so, wenn Tom als erster eine Bestellung aufgibt, hat Tom automatisch das erste Pack oder ist der erste, der dann aufgemacht wird. Wir machen es aber so, dass wir die ganzen Packs nehmen. Wir shuffeln die einmal durch. Also sind einmal die Packs geschuffelt, ne, wie der Pokeref das macht. Also ist das schon mal random. Und dann ist es aber nicht so, Tom hat die erste Bestellung, also kriegt Tom das erste Pack. Sondern wir haben dann einen Lostopf, wo alle Namen drin sind.
Und dann wird aus dem Lostopf gezogen, wer das erste Pack hat. Ist halt dadurch auch nochmal cool, weil wenn jemand direkt zwei oder drei Packs nimmt, hat er nicht seine drei Packs hintereinander, sondern es bleibt das ganze Opening überspannt, weil er kann Pack 3, 5 und 14 haben. Und du weißt dann nicht, wann dein nächstes Pack kommt. Das fanden wir noch mal ein bisschen spannender als beim Pokerref jetzt. Wird das dann auch hier gestreamt? Bei Dalu und mir. Wir werden das beide auf unseren Kanälen streamen. Die Neo-Sets sind so clean, ja. Neo Destiny, auch eins meiner Lieblingssets. Ich glaube übrigens, die teuersten Boxen sind Legendary, Skywitch und Neo Destiny. Ich glaube, das sind mit Abstand die drei teuersten. Oh, Pikachu Reverse. Wenn ihr noch eine Live-Regie braucht, ne, hast ja meine Nummer. Also wir werden auf jeden Fall so ein Setup haben, Tom. Also wenn du irgendwann mal Langeweile hast, sagst du, willst du einen Tag für free rumspuken und willst dann noch ein bisschen die Crowd filmen oder so, kann ich dem Sascha mal vorschlagen. Patrick hat übrigens auch ein Pack. Also Loyaldo Patrick hat auch ein Pack. Beim nächsten Mal. Der hat sich auch eins gekauft. Wir werden auf jeden Fall so ein Setup haben wie hier jetzt. Nur, dass Dalo und ich uns dann abwechseln. Eine Zusatzkamera für die Crowd war jetzt, glaube ich, nicht geplant. Könnte ich aber vorschlagen mal. Ein Swirl, zwei. Ich glaube, ich sehe nur die beiden. Was ist der Unterschied zwischen normaler Holo und Reverse Holo? Bei einer Reverse Holo, wie bei diesem Mauzi, die heißt Reverse, weil das Pokémon und der innere Rahmen nicht leuchtet, sondern der Rest der Karte. Früher, wenn du die Karten von früher noch kennst, dann glitzert ja immer das Pokémon im Rahmen oder der Rahmen von innen und der Rest ist Non-Holo und die heißt Reverse, weil es hier eben andersrum ist. Da glitzert der Rest der Karte und das Pokémon selbst ist nicht Holo. Oh, Shiggy. Liquitang. Venomoth. Rapidash. Oh, ich glaube, wir haben einen Hit. Ich sehe einen andersfarbigen Rand. Ne, ich habe mich wieder so jebaiten lassen. Irgendwie dieser silberne Rand in Holo sieht... Ne, der ist auch dunkler, deswegen denke ich das immer. Der ist auch deutlich dunkler wegen dem Holo-Effekt, dass ich da die ganze Zeit denke, ich habe da einen fetten Hit. Öffnet ihr bei Yu-Gi-Oh! Die 5th Anniversary Rarity Collection? Wenn ihr Bock habt, mal wieder hier mehr Yu-Gi-Oh! Zu sehen, dann können wir das aufmachen. Also ich darf mir bei der Card Buddies Partnerschaft immer so ein paar Sets aussuchen im Monat. Jetzt ist es Pokémon, jetzt ist es One Piece und wahrscheinlich nochmal Magic mit Fibu. Aber wenn irgendwas Geiles bei Yu-Gi-Oh! Kommt, können wir das natürlich auch nochmal gerne aufmachen. Entoron, Glumanda Reverse. Enton Reverse. Das Mega Juices süße Chansey. Und eine Non-Holo-Energie. Hat es noch einen Grund, dass du die Boxen jetzt verkaufst? Also willst du eine Immobilie oder sowas kaufen? Nee, das ist aktuell nicht geplant. Also der perfekte Zeitpunkt zum Verkaufen wäre vor 2 Jahren gewesen, weil da war zum Beispiel die First Edition Base Set Box, die war jetzt für 13.000 loswerden bei 30.000 gewesen. Also die Sachen waren mal doppelt so teuer, waren aber auch jetzt nochmal günstiger. Also die werden gerade wieder ein bisschen teurer, die alten Sachen auch. Wenn ich die Gelegenheit gehabt hätte, hätten wir es auch schon vor 2 Jahren gemacht. Aber das ist halt sehr viel Planung. Wie, wann, was, wo, wie machen wir das, mit wem machen wir das? Und das war eigentlich der Grund, warum wir es nicht früher gemacht haben. Jetzt hat sich halt die Gelegenheit ergeben mit dem Pokeref, mit den Card Buddies, sorry. Da war ich kurz abgelenkt vom Bisasam. Die haben wir aber auch schon gehabt. Trotzdem geile Karte. Nee, also im Grunde hätten wir es gern auch schon früher gemacht. Dann hätte ich sehr viel mehr Kohle für diese ganzen Packs bekommen können. Es hat sich aber nicht ergeben. Ich wollte es auch nicht verscherbeln, weil ich halt sehr an den Boxen trotzdem hänge. Weil die Backstory ist ja, ich habe mir die Boxen damals gekauft, um die als Sammlung mir hinzustellen. Dann waren sie irgendwann so teuer, dass du sagen kannst, da kannst du dir eine
Eigentumswohnung von kaufen und dann habe ich sie ins Bankschließfach gepackt. Aber ich brauche aktuell die Kohle nicht für irgendwas Bestimmtes. Also ich denke, in so 3-4 Jahren überlege ich halt auch mal über eine Immobilie nach, wo ich dann auch selbst drin wohne. Da hilft das sicherlich, aber das ist nicht so, dass ich jetzt aktuell irgendwas mit dem Geld vorhabe oder so. Dankeschön, Westtisse. Und Dankeschön, Titania Crew für den Raid. Moin, moin. Wir machen gerade schön 151 nochmal auf hier. Danke, Noah Master. Genau, und der Grund, warum ich das jetzt über die Card Buddies mache und die Boxen nicht verkauft habe zum Peak, ist halt der, dass ich die Boxen halt gerne hätte. Und so habe ich die Möglichkeit, die Boxen aufzumachen, zu sehen, welche Karten da drin sind. Und ich kann die Box selbst behalten, also den Karton. Und den kann ich mir dann trotzdem schön hinstellen. Ich hole mal das First Edition Base Set. So. Ne, das ist jetzt das, was wir 2018 aufgemacht haben im Stream vor 5,5 Jahren. Das First Edition Base Set. Das ist halt leer. Aber so kann ich wenigstens den Karton behalten mit dem Seal quasi und kann mir das trotzdem irgendwo hinstellen, ne, und muss keine Angst haben, dass einer einbricht, weil er meine Pokémon-Karten haben will. Wenn einer einbricht, weil er denkt, da ist was drin, ist wenigstens nichts mehr drin. Aber das war ja der Grund, warum ich die ursprünglich gekauft habe, weil ich das, was ich hier in den Händen halt so geil fand und immer, wenn ich das angucke, ne, kommt das Kind in mir wieder raus und ich denke mir, geil, Alter, das war damals die geilste Zeit so. Und deswegen wollte ich nicht einfach alle Boxen zum Maximalpreis verkaufen, weil die Boxen dann weg wären. Und das hat mich einige Jahre gekostet. Oder es hat einige Jahre gedauert, bis ich jede Box in der Sammlung hatte. Ne, weil so ein First Edition New Destiny oder Skywatch findest du halt nicht jeden Tag mal eben so. Vor allem in Deutschland. Und das wäre so, auch wenn ich echt richtig, richtig viel Kohle dafür bekommen hätte. Ich wäre sehr traurig gewesen, dass alle Boxen weg wären. Und so habe ich immerhin noch die Boxen in der Hand. Und ich weiß vor allem, was drin war. Da ist nicht ein Zwirl drauf. Und das kommt halt noch hinzu. Ich hätte nie erfahren, was für Karten in dieser Box drin war, die ich seit Jahren habe. Das hätte mich halt zusätzlich noch abgefuckt. Und so habe ich halt das Beste aus beiden Welten. Ich weiß, was für Karten drin waren. Ich darf die Box behalten. Und die Dinger liegen nicht einfach mehr seit Jahren stumpf im Bankschließfach rum, wo ich die halt auch nicht enjoyen kann. Das ist der Grund, warum ich dann gesagt habe, ich möchte das auf dem Wege machen. Weißt du, ob die Pull-Rates bei dem Englischen besser sind als bei dem Japanischen? Das weiß ich nicht. Ich weiß, dass es aber beim 151er im Englischen auch God-Packs gibt, wo du eine komplette Evolutionsreihe durchziehen kannst. Muss aber sagen, dass zumindest ich bisher bei den 151ern echt viel Glück gehabt habe. Also ich habe hier echt schon einige Illustration Rares gezogen. Sogar aus meinem allerersten Booster Bundle habe ich Shigishilok und Turtok als Illustration Rare in einer Reihe gezogen. Hier sind die ganzen Hits. Also die drei aus 6 Packs. Und da dachte ich schon, holy shit, was ist das für eine kranke Hitrate? Aber danach hat es relativ lang gedauert, bis ich die nächsten gezogen habe. Aber ich würde schon sagen, 151 gönnt schon ordentlich. Geodude. Stern, du. Der gute Prime Ape. Ibitak. Onyx. Leider nicht so geiles Artwork von meinem Lieblings-Pokémon. Persian. Cubone. Jolteon. Einswirl. Einswirl. Für mich gönnt 151 gefühlt überhaupt nicht. Oh. Ich muss auch sagen, also ich glaube, ich habe schon, also bei dem Booster-Bundle, was ich da alles rausgezogen habe, das war schon, ich glaube, das war überdurchschnittlich viel. Also alles, was ich hier habe,
kam aus dem einen Booster-Bundle und da habe ich noch eins von. Also, es ist halt krank. Also, da habe ich einiges rausgezogen. Muss man dann irgendwann auch mal die Kartliste angucken, wie viele Hits ich überhaupt noch bekommen kann. Also, ich habe das goldene Mew gezogen, was ich jetzt auch als Metallkarte habe. Also, ich glaube, ich habe auch schon fett gelackt. Abra, Dicta, Entoron, Pinsir, Bills Transfer, Golduck. Ich weiß nicht, ob ich mich wieder baiten lasse, aber ich sehe einen anderen Rand. Ich lasse mich wieder baiten. Elektroball. Zwei Packs haben wir noch. Bei mir ist gemischt mit 151. Eine ETB aufgemacht, das Art Rare Glurak bekommen, aber sonst nichts. Stimmt, das Glurak habe ich auch noch nicht. Bisaknosp und Bisaflor habe ich auch noch nicht. Ich habe zweimal das Shillok, einmal Shigi, einmal Turtok, zweimal das Glumanda, zweimal das Bisasam. Lurina, Nogga und ein Swirl, einen halben rechts noch. Anderthalb. Wann macht ihr das neue OP-Set auf? OP05, Ende des Monats. Wir machen nächste Woche erstmal nochmal zweimal OP04 auf Japanisch. Tom wartet die ganze Zeit schon, aber Kilian ist die ganze Zeit am Arbeiten, damit er Geld für seinen Japan-Urlaub bekommt. Also nächste Woche auf jeden Fall mit Tom noch zweimal OP04 und so in anderthalb Wochen dann vielleicht OP05. Und dann muss die Pechstreak mal ein Ende haben. Also bei One Piece ist es lächerlich schlimm gewesen, was wir für ein Pech gehabt haben. Kabuto, Ibitak und Garados Reverse, Gengar Holo, nix. Also für eine Ultra Premium Collection, wo die drei Karten als Promo schon drin waren, habe ich, glaube ich, relativ viel Pech gehabt. Deswegen gehen wir dahin zurück, wo ich viel Glück gehabt habe. Und zwar dieses Booster Bundle. Das ist das letzte von den 10 Booster Bundles aus der großen Box. Da habe ich alle meine Hits her. Mal gucken, ob wir da aus dem letzten noch was ziehen. Also wenn ich hier, jetzt wieder was Fettes lag, dann waren es die Booster Bundle. Um 5 geht Trackmania weiter, ist richtig, ja. Dankeschön, Andi, das. Ich mache ein Case beim englischen OP05 auf. Das Set ist so nice, ja. Also bei One Piece bin ich ja nicht so fett drin, aber ich weiß, dass du da so eine unterschriebene Karte bekommen kannst. Was wohl der Monster-Hit da ist. Seeking, Weezing und Holo-Basis-Energie. Aber bei One Piece, also wenn ich jetzt noch zweimal mit Kilian OP04 aufmache und da ist wieder nichts drin, dann muss ich mir überlegen, ob ich bei One Piece drin bleiben will. Da bin ich absolut cursed. Und Tom der Sack, der macht eine Box auf, zieht direkt den besten Hit, der kauft sich drei Packs Single, einfach so, lackt eine fette Karte. Und Kilian und ich, wirklich, wir haben 6 oder 7 Boxen aufgemacht. Die beste Karte, die wir gezogen haben, war, glaube ich, aus der ersten Box die 15-Euro-Karte. Starmie, Basisenergie, 1 Swirl, 2 Swirls. Wenn du mit Kilian OP hebelst, ist es immer cool, dass er die ganzen Charaktere kennt. Ich kenne halt kaum welche. Naja, bei mir ist das ja das Gleiche. Ich habe... Früher nach der Schule habe ich das geguckt, eine Zeit lang. Aber die ganzen neuen Charaktere kenne ich nicht. Und die alten sind mir natürlich auch schon einige entfallen. Moin, Knatzbach. Wir machen Pokémon 151 auf.
zum inzwischen dritten Mal. Unglaublich geiles Set. Neuauflage der ersten 151 Pokémon tauchen alle in diesem Set hier auf. Mit größtenteils neuen Artworks. Gibt sehr geile Illustration-Rare-Karten. B-Floor hatten wir gerade auch schon. Wieder mehr Vixos aufmachen, da kommen die Hits. Da hat Sascha von den Card Buddies schon gesagt, es kommt ein neues Vixos-Set. Da möchte er Dalu und mir je auch eins von zuschicken. Da wird es nochmal ein schönes horny Vixos-Opening, Duo-Opening geben von Dalu und mir. Ist auch mal wieder Zeit. Wir haben echt lange keinen Vixos mehr aufgemacht. Dankeschön, Domsu. Komm, jetzt gönn doch nochmal hier Ditto Reverse. Garados, normale Holo. Zwei Packs haben wir noch. Sind drei Special Cards aus Metall oder nur das Mew? Nur das goldene Mew ist eine Metallkarte. Die anderen beiden sind normal. Wie kam das eigentlich mit dem Vixos-Ding? Ich habe halt damals geguckt, was es noch für TCGs gibt und habe mir das einfach mal durchschicken lassen. Und dann waren da sehr viele leicht bekleidete Frauen drin. Hab dann aber natürlich an den Oberflächlichkeiten vorbeigeschaut und hab gesehen und erkannt, was das für ein grandioses TCG ist und wie viel Spaß es macht, auch zu spielen. Und dann sind wir da dran geblieben. Und wir haben schon echt ein gutes Deck mittlerweile mit vielen spielstarken Karten. Also ich bin bald Tournament ready. Letztes Pack für heute. So, kriegen wir da nochmal einen Hit raus hier. Das wäre eins der ersten Booster-Bundle, wo ich nicht einen fetten Hit rausziehe, glaube ich. Wenn das denn so sein sollte. Giovannis Charisma, Farfetch und Mautzi Reverse leider nur. Samara Holo. Non-Holo-Basis-Energie. Okay. Ich habe noch zwei Elite-Trainer-Boxen. Die hat jetzt nicht so gegönnt, die Ultra-Premium-Collection. Ein Glumanda, ein Bisasam, trotzdem natürlich wunderschöne Karten. Und Daisy's Help, die ich auch noch nicht hatte. Also eigentlich drei Hits aus einem Booster-Bundle und einer Ultra-Premium-Collection. War jetzt nicht so ultra-sick, hat aber wieder Bock gemacht. Zwei ETBs haben wir noch, die machen wir natürlich auch noch auf, um zu gucken, ob wir vielleicht nicht doch noch einen Glurak ziehen. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt wieder rein in die Trackmania World Tour. Gucken, was Massa und Granadi machen. Und an der Stelle natürlich nochmal ein ganz liebes Dankeschön an Card Buddies für diese Karten wieder, für dieses Opening. Und wenn ihr möchtet, schaut da doch sehr gerne mal vorbei. Ausrufezeichen Card Buddies im Chat, auf YouTube in der Videobeschreibung verlinkt. Das sind die Sets, die wir gerade hier aufgemacht haben. Pokémon 151, 5% sparen könnt ihr natürlich auch mit dem Code Trilux. Und hier kriegt ihr auch Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball, Magic, One Piece, die ganzen schönen Sachen, Zubehör, gibt es alles bei den Card Buddies. Schaut da gerne vorbei. Und nochmal, speichert euch den 5. November ab. Sonntag, 5. November, 14 Uhr. Da geht mit Dalu zusammen ein First Edition Base Set Display auf. In Deutsch. Und wir werden dabei nebeneinander sitzen und diese Karten aufmachen. Schaut da unbedingt vorbei. Das wird ein richtig dicker Banger. 3 Wochen sind es noch hin. Lockt euch den Sonntag. Geburtstag. Absagen, Hochzeit, auch wenn es die eigene ist, absagen, wird die Ehefrau schon verstehen. Es geht ein First Edition Base Set auf. Trying to aim, failing here and there, they've got no shame. They're so bad, but somehow win the game. They are Team Schweine Aim.